Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factory Town hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und... Wollte man nicht irgendwie die Zeit langsamer machen? Pausieren kann man, okay. Gut, man lernt ja nie aus. Wir sind hier bei einer weiteren Folge jetzt und wollen natürlich hier mal ein bisschen gucken, was so alles so passiert ist. Beim Kuchen ist irgendwas schiefgegangen. Da kommen keine Kuchen mehr raus. Was fehlt hier denn beim Kuchen? Hier fehlt der Grundkuchen und dem Grundkuchen fehlt es an Butter. Und der Butter fehlt es an Milch. Weil nämlich jetzt hier wieder diese Sauereien rauskommen. Irgendwo hat mir jemand geschrieben, dass es so einen Obelisten gibt. Muss ich den bauen? Warte mal, müssen wir mal gucken. Der wie ein Mülleimer funktioniert. Gibt's einen Obelisken? Obelisk ohne Boden. Ja, den gibt es. So, okay. Gut. So kann man also Sachen verschwinden lassen. Der ist zwar ganz schön teuer, aber okay. Gut, so kriegen wir dann hier auch wieder Milch raus. Alles klar. Und so kommen wir auch wieder zur Butter und allem und so weiter. Das müssen wir wahrscheinlich an manchen Stellen jetzt hier wieder einbauen. Na gut, hier hätten wir ja quasi noch eine Verlagerung gehabt. Hier geht das sogar noch weg wieder. Lager ist sogar voll mit Dünger, interessant. Das Lager ist voll mit Holz, das ist richtig. Hier wird noch Butter hergestellt, okay. Also so ein Obelisk ohne Boden, den kann ich natürlich eigentlich auch... Müssen wir mal gucken. Das können wir ja sicherlich auch... Warte mal, dann drehen wir das mal hier. Kann ich den hier drehen, den? Aha, funktioniert ja mal super. Mach mal keine Produktion, bitte. Lass mal alles rauslaufen, da. So. Warum ist denn hier oben so wenig Produktion? Was ist da los? Warum ist denn das nicht mehr angeschlossen? Hä? Und was passiert? So. Interessante Sache. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das nicht mehr angeschlossen ist. Na gut. Gut. Machst du nichts, ist halt manchmal so, ne? So, gut, jetzt können wir denn hier den mal abreißen. So, dann machen wir das doch mal hier alles. Warte mal, wir brauchen den Logistik-Baustein-Sortierer hier in die Richtung. So, dann nehmen wir den jetzt hier mal. Dann brauchen wir nämlich das teure Gebäude bloß einmal und dann können wir das dann hinten alles, müssen wir dann die ganzen Sachen halt zusammenlegen, die wir weggeschmeißen wollen und dann kommt das alles da rein. Der Obelisk ohne Boden, das ist ja schön. Das wurde mir im Kommentar geschrieben, dass es den gibt. Das ist ein sehr tolles Werkzeug. Das, danke, liebe ich. Dafür kann man, da kann man schön viel Sachen mitmachen. Sachen machen ist gut für den Rücken. Sagte schon ein, achso, hier muss ich noch sagen, was ich ganz gerne filtern will. Und zwar hätte ich gerne den Dünger hier rausgefiltert. Okay, und dann kann das hier wieder mit Arbeiten beginnen. Und dann stellst du mal ganz kurz das Arbeiten ein. So, dann kommt auch der ganze Dünger. Der verschwindet dann einfach so. Das ist ja schon mal cool. Also ich meine, jetzt ist es auch wieder so, dass nur die Milch rauskommt. Aber wenn ab und zu mal ein Dünger dann doch dabei ist, ne, dann haben wir ein Problem. So, dann können wir jetzt hier den Sortierer auch umdrehen, also erstmal rausschmeißen. Und dann brauchen wir natürlich B, ein Logistikbaustein, Sortierer bitte, da drauf. So, und dann können wir den Obelisken jetzt hier nehmen und können den mal da unten hinbringen, wo wir das auch brauchen, wo wir auch ganz viel Dünger vernichten müssen. Logistikbaustein, nee, ich brauche mal Werkzeug, eine Schranke, interessant. Wie gesagt, es gibt jetzt 1000 neue Sachen hier in dem Spiel und der Spielstand ist ja mal angefangen worden mit einem komplett anderen, ja, wie soll ich sagen, mit einem komplett anderen Setting. Also da haben wir natürlich dann richtig Schwierigkeiten mit, das alles sauber hinzukriegen. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie versuchen, das sinnvoll umzubauen, dass wir dann den Obelisken gebrauchen können hier. Denn wenn wir den erstmal, das müssen wir dann mal gucken, wie machen wir das am blödesten? Das muss ja dann hier unten durch, dann kommen wir hier oben drüber, dann kommen wir hier wieder so und dann kommen wir so und dann kommen wir so und dann machen wir hier unten, dann machen wir den Obelisken aber hier hin. Also am besten wäre, wenn er hier ist, wenn wir das dann quasi immer so verlegen. Die Förderbänder, die nehmen das dann mit. Unterwegs, ich weiß gar nicht, warum hier gerade nichts, also der Leder ist wahrscheinlich voll hier, ne? Das Lederding da voll.
Ach, jetzt ist natürlich dann geht der Obelisk wieder da oben. Lass uns den mal schon mal hier hin platzieren erstmal. So, hier kommt Leder, Leder, Leder. Und hier haben wir dann jetzt natürlich dann das ganze Zeugs gedönst. Das Lager brauchen wir dann nicht mehr. Wir werden hier jetzt einfach nur quasi mittig rübergehen, dann hier drumrum, da lang, uns das von hier mit auf, dann wieder hier hoch, dann weiter. Und dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, und dann kommen wir da an und dann werden wir den dann da anschließen. Gut, okay, also ein Verband, was hier lang geht und den da bedient. So, du brauchst jetzt ein Förderband, was hier oben drüber geht, quasi. So. Warte mal, das Ding, das drehen wir mal um hier. Kann ich das jetzt so, Momentchen. Das kann ich nur umdrehen, wenn ich denn auch das Werkzeug dazu in der Hand habe. Alles klar. So, bringen wir den ganzen Dünger da schon mal mit raus wieder. Dann ist das Lager nämlich gleich leer. Und dann brauchen wir jetzt hier einen Überbau. So. So. So, 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 so. Das sieht sehr schön aus. Hier einmal oben rüber, damit dran. Und da kommen wir hier von dieser Mitte aus, würde ich sagen. Hier ist die Mitte, ne? Und gehen einfach so da ran. So. Und der Obelisk, der ohne Boden, der wird da jetzt richtig schön bedient. So, gut. Wir müssen natürlich denn hier natürlich, die Straßen werden noch nicht genutzt, aber wenn sie mal genutzt werden, müssen wir da natürlich auch einen anständigen Überbau machen. Das ist klar, ne? Die Frage ist, kriegen wir alles so überbaut, beziehungsweise überall dann das so hingestellt, wie wir das jetzt hier haben. Aber ich bin erstmal ganz guter Dinge. Also, jetzt mal so selbst persönlich, also aus meiner Sicht. Aber kann sein, dass ich natürlich zu optimistisch bin. Das kann man mir natürlich dann wieder mal vorwerfen. Aber, hey. Ja, das ist auch total unnötig hier. Also, falls einer fragt, warum ich das gemacht habe, ich weiß es nicht. Braucht man nicht. Ach, wir haben nicht mehr genügend Förderbänder. Ja, wo ist denn? Was ist denn da wieder los? Jetzt haben wir nicht genügend Stoffförderbänder wieder. Werden hier keine mehr hergestellt? Und jetzt ist die Kuchenproduktion wieder in Ordnung. Und das ist ja alles ein Stocken. Verdammt. Nicht genug Stoffförderbänder. Wo werden die denn hergestellt? Die werden auch hier hergestellt. Was fehlt dir denn am Stoffförderband? Dir fehlt Stoff am Stoffförderband. Warum fehlt dir Stoff am Stoffförderband? Weil ich keinen Wagen mehr mit Stoff hier ranbringe, ne? Was ist denn hier überhaupt alles geplant? Warte mal, den habe ich irgendwo hingestellt wahrscheinlich, ne? Eieiei. Na gut, der steht jetzt hier. Warte mal, hol du mal hier Stoff und bring das mal dahin. So, mach du das mal. Müsstest du ja eigentlich hinkriegen. Ich weiß nicht, ob du hier oben drauf ranparkst oder ob du da irgendwo ranfährst. Das werden wir gleich mal sehen. Wie macht er das? Nö, fährt er da oben auf dem. Das ist kein Problem. So, dann geht das da hin. Und dann kommt er auch da hinten an und bringt hier Stoff hin. Irgendwie macht er das schon. Bringt den hier rein. Und schon machen wir auch wieder Stoffförderbänder. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Schwierige Sache das. Steine haben wir noch 19 im Eingang. Na gut, okay, dann müssen wir jetzt wieder. Gut, Stoff wird ja da produziert. Uff, Gott, schwierig. So, das ist nämlich ja nicht so gut, weil denn jetzt nämlich hier gerade die ganze Produktion quasi lahmgelegt wird vom Leder hier, also zum großen Teil jetzt die Produktion lahmgelegt wird hier vom Leder. Jetzt kommt erstmal wieder ein bisschen 10-mal Leder durchgeschossen, bis das erste Mal wieder ein Dingsack kommt. Naja, gut, okay, das kriegen wir ja dann hin.
So, achso, wir müssen hier natürlich noch mit der Rampe wieder runter. Sonst wird das ja nichts. Sonst klappt das ja alles wieder nicht. Okay. Immer langsam, immer sachte. Alle Nesel, dann kommt ein neues Förderband mal vorbei und dann können wir es gleich einsetzen. So, eins brauchen wir noch jetzt. So. Gut, jetzt sollte hier erstmal sich quasi, also das sollte hier sich denn, ja, okay. Hier haben wir dann nochmal Leder. Ich weiß gar nicht, das Leder brauchen wir erstmal gar nicht so weiter hier. Hier haben wir nochmal eine Stoffproduktion und eine Mantelproduktion, die wir auch nicht mehr bedienen. Gut, dann können wir jetzt hier sagen, komm. Lager. Warte. Achso, muss ich da drauf klicken? Ab in die Tonne damit, dann ist das Lager auch leer, dann muss es nicht leer fahren. Das ist ja totaler Quatsch, was ich da mache. So, ab in die Tonne damit. So, das Lager ist schon leer. Und das Lager machen wir leer. So, ab in die Tonne damit. Gut, jetzt kommt hier natürlich jede Menge Zeugs an. Müssen wir natürlich gucken, dass das dann auch einigermaßen gut läuft hier. Ah ja. Ich glaube, es ist noch ein bisschen viel Material, was wir da wegschmeißen müssen. Ab und zu kommt hier mal ein Sack durch. Ah, noch hält sich das aber hier. Wir müssen mal gucken, wie gut das denn funktioniert. Wie gut der Ablauf ist. Vielleicht müssen wir da doch mit Metallförderbändern noch arbeiten. Damit es ein bisschen schneller durchläuft. Naja, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Es funktioniert aber erstmal und wir haben jetzt hier wieder kontinuierlich auch Leder und hier haben wir dann noch kontinuierlich Klamotten und dann haben wir, ja, der Klamottenladen ist noch voll. Gut, okay. Das zudem. Bisschen Optimierung an der Sache und an zum Obelisken ohne Boden. Also nochmal recht herzlichen Dank an den Kommentareschreiber. Ich hätte das im Leben nicht gefunden, aber ich hätte auch nie nachgesucht. Obwohl ich immer gesagt habe, irgendwo habe ich es mal nebenbei erwähnt, ne? Also irgendwie muss es doch was geben, was denn hier was in den Void schickt oder so. Ja, jetzt haben wir es gefunden, was das ist. Das ist ja schon mal ganz cool. Wenn man die Produktion so hoch hält, dass es nicht, dass der Dünger da nie rauskommen kann, dann ist es ja auch gut. Dann funktioniert es ja auch. Aber wenn dann aber einmal irgendwo Dünger mit zwischendurch durchrutscht, dann ist doof. Gut, hier haben wir Brote ohne Ende. Hier haben wir, wie viel sind da drinne? So. Nahrungsmittel haben wir eigentlich mehr als genug. Und wir haben eigentlich auch verdient, wir haben schon ganz gut Geld verdient. Wir haben ganz schön gute, jede Menge rote Münzen. Das finde ich schon mal gut. So, wie sieht es hier mit den Kohlen aus? Ganz gut. Steine brauchen wir natürlich auch noch wieder jede Menge. Ne? Das Lager ist recht leer. Entschuldigung. Einmal wieder Schluck auf hier gerade. Gefällt mir persönlich gar nicht, aber ist leider so. Da machen wir dann mal nochmal landwirtschaftlich. Setzen wir jetzt hier nochmal kurz ein paar Steine. Einfach der Produktivität wegen. Kann ja nicht auf Erschöpfte oben drauf setzen. Das geht irgendwie nicht. Ne? Das wäre noch cool, wenn man das einfach drüber setzen könnte, aber. Na gut, jetzt kommen jetzt wieder ein paar mehr Steine zustande hier. Also mit Steinproduktion müssen wir natürlich uns noch was Gedanken machen. Also wir müssen hier das Bergwerk erhöhen. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt volle 5 Mitarbeiter. Also wir müssen das jetzt hier noch weiter ausbauen. Brauchen mehr Steinbergwerke und ähnliches. Da weiß ich nur nicht, wo ich das lang transportiere. Werde ich das wahrscheinlich hier mal durchtransportieren. Eine Dampfmaschine. Naja, gut, da müssen wir auch noch mal gucken, was wir damit machen. Das funktioniert hier jetzt auch so noch nicht. Gut, aber ich werde hier erstmal auf jeden Fall Metallförderbänder dran bauen. Denn ich sehe, das funktioniert so nicht. Ich weiß aber nicht, wie viel ich davon auf Lager habe noch. Das kann ich mir aber angucken. Wir nehmen hier den Omnistein raus und machen da Metallförderbänder hin. 207 habe ich. Das sollte eine Weile reichen. Bauen, Pfade. Metallförderband. Wir müssen hier mal ein bisschen was ersetzen. Der Abfluss ist zu langsam. So. 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 Ich glaube, hier reicht das dann. Naja, komm, machen wir das Stück auch noch Metallförderband. So, jetzt ist da überall Metallförderband dazwischen. Jetzt sollte sich das hier ein bisschen schneller gehen. Und hier, naja gut, der Obelisk, der arbeitet fleißig. Okay. Ins Nichts schicken.
irgendein Werkstoff, zack, ab ins Licht schicken. Geschwindigkeit 200%. Also der hat auch eine Begrenzung. Aber egal. So, gut. Der Obelisk arbeitet. Das arbeitet, die Metallfederbänder arbeiten. Jetzt hat er auch das ganze Leder gelötet, aber das ist ja sowieso dann hier auf Druck und Press gebaut. Also das wird ja dann hier alles irgendwann nicht mehr weitergehen. Ich denke mal, es ist doch durchaus die erhöhte Mantelproduktion oder die gute Mantelproduktion, die wir jetzt hier haben, die uns zu diesen vielen roten Mützen verhilft. Was ich natürlich persönlich sehr, sehr, sehr angenehm finde. Gut, ja, hier, das brauche ich nicht mehr auf. Brauche ich da so viel von einem Lager? Weiß ich nicht. Da habe ich auch ein bisschen was von einem Lager. Hier habe ich auch ein bisschen was von einem Lager. Es ist aber alles nicht so viel. Es geht alles in die Apotheke, ne? Das müsste eigentlich alles an die Apotheke gehen. Nee, wo ist die Apotheke hin? Hier ist die Apotheke. Da ist die Apotheke. Okay. Da haben wir den medizinischen Verband und hier haben wir die Salbe, ja. Da hätten wir ja auch noch ein bisschen was mit dem Äther, wo wir denn richtig teures Zeug machen können. Da können wir Luftäther, könnte man da verkaufen jetzt. Oder Feueräther. Okay. Und dann haben wir hier noch Tränke, Heilmittel, Gegengift und Elixier. Da müssen wir auch mal gucken, wie man das produzieren kann. Aber jetzt gucken wir mal hier, wie sieht es denn hier überhaupt aus? So, hier machen wir fleißig Luftäther. Oder nee, das ist das Luftgestein. Hier machen wir Luftäther. Luftäther ist fast voll. Ich hätte gedacht, das ist eine 1:1 Produktion. Oder kommt da irgendwie mehr bei rum? Ach, das ist eine 1:2 Produktion. Wir kriegen doppelt so viel davon raus. Das ist doch schon mal gut. Beim Gold haben wir 250 mal Gold. Okay, dann würde ich sagen, wir haben ja dieses Lager hier mit dem Golderz nochmal ganz kurz zum Gold hinbringen, damit nur das uns vollgearbeitet wird. Bewegungswerkzeug, komm mal mit. So, irgendwo haben wir noch hier Gold abgebaut. Genau hier haben wir Gold abgebaut und da haben wir nämlich hier den Erntehelfer gesagt, mach du mal Gold von da nach da. Und dann macht er das hier, weiß ich. Gut. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Gold zusammen. Interessant ist, dass es ein Gold weniger ist, aber es wird wahrscheinlich daran liegen, dass man 4 Golderz braucht oder sowas, um dann, ja genau, um eins herzustellen. Es hätte trotzdem passen müssen, aber naja, wurscht. Was willst du machen? So ist das Leben. So, gut, habe ich heute, glaube ich, schon mal gesagt in einem anderen Let's Play. Passiert. Kommt vor. Gut, hier beim Eisen, das sieht erstmal ganz gut aus. Da wollte ich aber auch noch weitergehen, also dass wir dann noch ein paar mehr Eisenfelder haben. Wir müssen hier noch ein paar Steinfelder hinmachen und ein Kohlefeld und ein Holzfeld jetzt erstmal nicht, glaube ich. Das sieht erstmal ganz gut aus mit den Brettern, ja. Mit dem Papier auch. Na gut, machen wir jetzt gerade keine Bücher, ne? Na, wir haben ja auch 100 Bücher drin liegen. Das ist ja auch mit Kartoffeln und Mana-Rohre haben wir auch jede Menge. Gut, das funktioniert jetzt hier erstmal auch mit dem Luftäther. Das Lager ist voll. Da brauchen wir dann auch mal das Bewegungswerkzeug. Sondern ein zweites Lager hinstellen. Und dann müssen wir mal gucken, wie man jetzt die Kronen macht und wo man die herstellt und was wir die dafür brauchen. Um dann die Kronen herstellen lassen zu können. So, jetzt holen wir uns noch das Lager hier hinten. Dieses hier, das nehmen wir einfach mal. Das ist gerade leer. Da dürfte nichts drin sein. Das parken wir jetzt einfach hier mal rein. Und sollte den Luftäther in sich aufnehmen bis zum Umfallen. Und dann müsste das Lager hier leer sein. Und das müsste dann voll sein noch. Dann haben wir insgesamt 2000 Luftäther. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, wo war denn das mit der Krone? Wo wird die hergestellt? Das sehen wir unter Waren hoffentlich. Krikra Krone. Die Krone wird hergestellt beim Verzauberer. Okay, dann gucken wir mal. Der Verzauberer, ach ja, der soll sogar schon Krone herstellen. Braucht dafür... Wieso machen wir den Luftäther eigentlich? Luftkraft. Luftkraft, Eisenplatte und Goldbarren. Wieso mache ich den Luftäther? Brauche ich den, um Luftkraft herzustellen? Oh, wir werden es sehen. Ich glaube, ich brauche den, um Luftkraft zu herstellen. Hey, ich brauche Luftkristalle, genau. Luftkristalle, um Luftkraft zu machen, ne? Irgend sowas war da. Ah, ja. Kriegen wir schon alles noch kaputt. So, wir werden uns jetzt erstmal für unsere ganz viel Geld, wenn wir uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen was einkaufen, wenn wir mal ein bisschen Land kaufen hier hinten. Einfach mal was können hier, ein paar tausend können wir ja mal ausgeben. Wir haben hier genug davon. Um nochmal zu gucken, was es da so alles gibt Schönes. Hier müssen wir erstmal gar nicht weiter kaufen. Hier, das kaufen wir auch noch. Da ist aber extrem viel Wasser drin hier in dem Gebiet. Müssen wir dann mal alles noch aufschütten hier. Und dann haben wir hier oben noch ein Dings, was wir kaufen können, damit wir wieder eckig werden. So, jetzt müssten wir eine komplett eckige Karte haben. Ja. Sieht erstmal ganz cool aus. So, dann gucken wir von dieser Seite auf unsere Gemeinde und sagen, das war eine Folge
von Factory Town hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder. Unser landwirtschaftliches Gebiet sieht schon mal sehr schön aus hier hinten. Das Wirtschaftsgebiet, das wird noch größer werden. Und das Verzauberungsgebiet muss auch noch größer werden. Da müssen wir uns noch ein bisschen Gedanken drüber machen, wie wir das schön aufbauen. Aber das kriegen wir alles hin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.